Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Unturned. Wir haben beim letzten Mal, beziehungsweise das habe ich natürlich nach der Aufnahme noch gemacht, diese Teile hier gepflanzt. Ich hatte es, ich weiß gar nicht, ob ich es im Video so richtig gesagt habe, wie ich es meinte, sondern dass ich das natürlich nach der Aufnahme schnell noch hin mache. Und dann habe ich gesehen, wir haben hier ein Agriculture. Und da steht nämlich hier Harvest Chance und Harvest Speed. Und jetzt denke ich, dass wenn wir hier effektiv Punkte reinballern, dass wir, wenn wir was harvesten, dass wir da nämlich mal mehr Sachen zurückbekommen. Okay, da habe ich nur ein Seed bekommen. Ach, okay, einmal drücken. Und ja, seht ihr schon, wir haben jetzt zwei Potatoes. Und das ist ja genau das, worüber ich mich so ein bisschen geärgert habe, dass wir nämlich gar nicht effektiv irgendwas machen können. Craft Seed. Craft Seed. Und Craft Seed. Wenn wir jedes Mal nur ein so ein Teil zurückbekommen. Ne, ist ja logisch. Weil dann pflanzt du immer eins an, erntest es, Sache erledigt. Und das ist ja bescheuert. So, und jetzt kommt nämlich der Punkt. Wenn wir hier schön in Agriculture reinmachen, dann können wir die Chance erhöhen, dass wir da immer mehr harvesten. So, es regnet. Wir waren ja beim letzten Mal da stehen geblieben, unser Haus zu bauen. Und da würde ich jetzt natürlich einfach effektiv weitermachen. Zack. Ich wurde des Öfteren jetzt gefragt und, Semi, weißt du, was Roleplay ist? Wo ich mir immer denke, ja, also ich weiß schon, was Roleplay ist. Aber das, was ihr meint, das ist nicht Roleplay. Roleplay, ich meine, das können wir auch mal gerne machen, aber ich glaube, das sind die langweiligsten 5 Minuten oder so, die ihr dann jemals in Unturned gesehen habt. Wir können ja mal, pass auf, jetzt Roleplay in 3, 2, 1. So, das ist Roleplay, ne? Weil keine Sau läuft durch den Wald und labert mit sich selber. So, pass mal auf jetzt. So, Pine Log. Was haben wir denn hier? Pine Plank. Stimmt, da haben wir ja noch Pine Planks gehabt, ein paar. Ich wollte jetzt nochmal so einen Pillar machen. Pillar. Nicht ein Pillar-Mann, sondern ein Pillar. So, da zwei brauchen wir ja nur. Ja, jetzt weißt du, was, ne? Das ist Roleplay. Du spielst eine Rolle. Ich weiß, ihr meint, wo man da lang rennt und so tut, als wäre man in Unturned total der Ladenverkäufer. Was für mich völliger... Aber naja, das ist eine ganz andere Geschichte. So, jetzt brauchen wir noch einen Roof. Also ein Dach. So ein Pine Roof. Triangular? Nee. So ein Pine Roof. Zack. Und schon sind wir zumindest sicher vor dem Regen. Ihr habt ja auch geschrieben, ich soll unbedingt eine Eisentür einbauen. Denn alles andere kann von anderen Leuten bedient werden. Genauso wie hier auf die Storage Chest kann natürlich auch der Paddy zugreifen. Das weiß ich natürlich. Also ganz bescheuert bin ich nun nicht. Ein bisschen bescheuert, aber nicht ganz bescheuert. Außerdem hat der Paddy lustigerweise oder netterweise hat er mir was erzählt. Und zwar gibt es hier so ein... ich weiß leider nicht, wie das heißt. Aber so ein, wie so ein Wasserauffangbecken. Aber dafür braucht man, glaube ich, ein Metal Sheet. So, dann machen wir mal eins. Und dann wird uns das... Hier, ein Rain Barrel. Rain Barrel. Da brauchen wir 2 Metal Sheets. Eine Dose und einmal Tape. Und dann können wir nämlich so einen Wasserauffangbehälter machen. Das ist übelst geil. So Metal Sheets können wir aber sonst keine mehr herstellen, leider jetzt erstmal. Beziehungsweise haben wir denn noch irgendwas, was wir aufspalten können? Ne, wir können bloß Sachen droppen. Ich würde sagen, das packen wir mal da rein, denn das nimmt einfach viel zu viel Platz weg. Die Waffe haben wir ja noch.
würde ich sagen, dann kümmern wir uns erstmal noch weiterhin hier um unser Haus. Und um eure Frage zu beantworten. Also ich habe mit Paddy schon mal drüber gelabert, so mit diesem ganzen Roleplay. Das Problem bei Roleplay ist halt immer, das macht nur so viel Spaß, wie Leute das halt auch ernst nehmen. Und ab dem Punkt, wo irgendeiner auch nur sich nicht an seine Rolle hält, ab da ist für mich dann der Spaß vorbei und dann ist es für mich nur noch schwachsinniger Klamauk. So. Und wie gesagt, also so, das Ding ist, wenn ich tatsächlich Roleplay machen würde in einem Spiel, dann würde ich halt die Rolle tatsächlich spielen. Das heißt, ich würde dann nicht irgendwie mit mir selber die ganze Zeit labern, weil das würde mir dann irgendwie bescheuert vorkommen. So, Wall. Wo ist er? Jetzt müssen wir überlegen, ob wir da überhaupt Fenster reinmachen oder ob wir das einfach zu machen wollen. Ich vermisse ja auch so ein bisschen warte mal, nach hier hin geht die Straße. Ja, wir sollten die Tür nach dahin bauen. Zack. Zack. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier einen Bedroll hinpacken. Das ist auch geil, dass wir das jetzt da aufgehoben haben und dann da hingesetzt, aber die hier noch liegt. Offensichtlich. Aus dem Apropos noch liegen. Haha. Keine Sorge, wir werden die nächsten Folgen, werden wir auf jeden Fall wieder uns auf die Suche nach Paddy machen, beziehungsweise nochmal gucken, ob wir ein paar coole Vorräte finden können. Da ist noch was. Hab ich. Und ja, warte mal, jetzt hier Window. Machen wir ruhig mal zwei. Zack. Ah, Riesenfenster da. Die Frage ist ja, hier ist ein Pine Door. Pine Double Door. Double Door ist bestimmt erfunden von Dumbledore. Wir brauchen sowieso Metal Scrap für eine Pine Door. Das ist ja interessant. Haben wir noch Metal Scrap? Haben wir nicht. Aber wir können uns zumindest ein paar Planks herstellen. Und ein Pine Sign. Achso, warte mal, das zeigt dann in die falsche Richtung. Oh, jetzt geht's wieder los. Wie drehen das? Ah. Right. Hey! Das ist ja schade. So, warte mal. Was können wir denn jetzt hier effektiv überhaupt noch machen? Small Pine Frame. Ich habe gar keine Ahnung. Pine Siding. Was ist das? Wir bauen mal so ein Teil. Ich weiß nicht, was das ist. Was bist du? Okay, finde ich super interessant, so ein Siding. Finde ich so interessant, dass ich den einfach hier hinwerfe. Hat er jetzt davon. Arschloch-Siding. So, wir gehen mal da nach hinten. Nochmal ein paar Bäume abholzen. Ich denke immer noch, dass wir hier relativ sicher sind, obwohl ich mittlerweile denke, wir hätten vielleicht hier hinten bauen sollen. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Ich habe trotzdem die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass wir beobachtet werden.
Aber das kann natürlich auch nur ein Gefühl sein. Wir sollten jetzt mal überlegen. Der Hammer wird übrigens für nichts gebraucht, habt ihr mir geschrieben. Das heißt, wir hätten dann hier einmal Scrap Metal. Daraus können wir doch dann bestimmt so eine Door machen. So, Pine Doorway. Pine Door Frame. Scheiße, ich glaube, wir haben Doorway gemacht, ne? Pine Plank. Wir brauchen noch mehr Planks. Jetzt nochmal. Ja, müssen wir mal gucken. Kann sein, dass wir da das falsche Teil gebaut haben. Und ja, ich weiß, wie gesagt, dass man da einfach drauf zugreifen kann dann. Aber das ist jetzt erstmal egal. Hauptsache, wir haben da erstmal eine Tür drin. So, jetzt die Frage. Blockt. So, warte mal, muss ja eh so rum. Okay. Soweit so gut, Leute. Wir wären natürlich übelst geil dran. Warte mal, wir haben noch Fertilizer. Zack. Da haben wir wieder nur eine Potato bekommen. Aber eine Potato ist natürlich immer noch besser als keine Potato. Ich würde sagen, wir lassen mal das Holz hier. Boah, gibt's dafür keinen Schnellknopf? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen auf dem Weg zu seinem Bau, wo auch schon die Eichhörnchen-Mama gespannt darauf wartet. Bla bla bla. So. Sieht sehr seltsam aus, wenn wir das so da anbringen sollten. Okay, man kann das nur horizontal verschieben. Das ist gut zu wissen. Bring das mal trotzdem da an. Naja, sieht aus wie ein Piercing. Wir machen jetzt nochmal ein lose. Wie mache ich ein Licht aus? So. Und zwar, ach so, ja, ich habe gelesen übrigens, warum nimmst du nicht das Katana mit? Das Katana haben wir doch bei. Mein Freund, das haben wir doch bei. So, das packen wir da rein. Und ja, ich weiß, wie gesagt, dass wenn Paddy hier langkommt, kann er einfach das alles looten. Aber was sollen wir jetzt machen? Wir können nicht uns irgendwas aus dem Arsch ziehen. Können wir schon, aber das wäre kacke. Verstehst du? So, und jetzt wird's wieder gefährlich für uns. Da unten ist wieder die Basis, wo ich nicht weiß, ob da vielleicht ein Paddy rumlungert. Wir können zwar mit unserem Scope da nach unten gucken, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da wirklich effektiv irgendwas sehen würden. Erinnert mich so alles an meine Bundeswehrzeit damals. War ja auch eine coole Zeit. Wenn auch anstrengend. Ey, warte mal, da ist mein Messer. Oh! Ich hab geschossen aus Versehen. Ja, wenn auch anstrengend. So, die ersten 3 Monate waren sowieso totale Grütze, weil wir da in einer Grundausbildung waren. In Bremerhaven übrigens. Ja, Shoutout zu die Bremer, zu den Bremerhavenern. Ja, als Berliner fand ich Bremerhaven jetzt halt eher so langweilig, also, ne, soll nichts heißen, aber für mich war es halt so. So, naja, war es so. So, warte mal, da kommt noch der Springer gleich an. Und wir haben das Sabertooth gefunden, das heißt, wir können da auf jeden Fall ein bisschen Munition rausnehmen. Weil der hat's aber nötig hier, der Junge. So, Avenger Magazine.
Die Avenger, die hatten wir ja sowieso, glaube ich, weggelegt. Wie sieht denn das aus mit der Sabertooth? Was hatten die denn für ein Magazin drin? Ich glaube, die hat direkt ein Sabertooth-Magazin drin. Da ist es. Low Caliber Military Grade. Jo, also können wir die... Können wir die zerruppen. Interessiert mich nämlich nicht. Genauso wie das hier mich auch nicht interessiert. Aber dann können wir hier repairen. Ne, können wir nicht, denn wir haben keinen Bunsenbrenner. Oh, da müssen wir uns auch mal auf der Suche nachmachen. Oh, 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 und da geht's wieder los. Laggy, laggy, laggy. Liegt natürlich zurzeit wirklich an meiner Internetleitung. Bitte ich nur so ein bisschen zu entschuldigen. Zack. So, ich glaube, den Rest können wir einfach wegstechen. Und dann er noch. Da liegt auf jeden Fall noch eine Angel, aber... Weiß ich nicht. Jetzt, da müssten wir den Angelskill irgendwie erhöhen. Da hätte ich jetzt aber auch nicht so Bock drauf. Sehe ich jetzt erstmal nicht als so sonderlich wichtig. Viel wichtiger sehe ich hier immer noch Erfahrungspunkte sammeln und gucken. Boah. Seit wann sind die denn so schwer geworden, die Arschlöcher? Aber hier ist tatsächlich auch nichts. Oh, war... Nee, war nichts. Ja, dann müssen wir hier nochmal raus, denn ich sehe, wir sind schon wieder über der Folgenzeit und Patty hat heute leider quasi gar keine Zeit mehr. Deswegen laufe ich einfach mal da hinaus, denn ich will hier ungern einfach so drin stehen bleiben. Beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, werden wir dann das... Okay, nicht nur Sonne. Werden wir dann das Ganze looten. Ja, wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.